Willkommen zurück bei Game mit Drake. Wir spielen nach wie vor What Remains of Edith Finch und haben ja jetzt erfahren, dass in dieser Spieluhr, wenn man lange genug daran dreht, dort ein verborgener Schlüssel ist, den wir jetzt in unseren Händen halten. Und wir gehen jetzt in den Keller, wo unsere Mutter ja niemals wollte, dass wir hinabsteigen, und schauen einmal, welche Familienmitglieder wir nun finden von der Geschichte, die wir nachspielen. So, das sieht erstmal recht unscheinbar aus. Billardtisch. Ein paar Reinigungsartikel, okay. Noch nicht ganz fertig ausgebaut, so sieht es auf jeden Fall aus. Ah, da vorne Mom sehen wir Sven. Mom sagte, der Keller sei tabu. Es sei denn, ich wollte noch eine Tetanusspritze haben. Okay. Oh, hier ist die Kreissäge. Hatten wir im Comic gesehen, dass da eine da reingefallen. Ich habe Edie einmal dabei beobachtet, wie sie mit Paketen im Arm in den Keller schlich. Ich dachte, dass sie vielleicht Geschenke verstecke. Es stellte sich heraus, dass sie noch viel mehr als das versteckte. Also das Haus der Finches ist echt unbeschreiblich. Ich weiß noch, wie ich Mom einmal fragte, wo Walter denn hingegangen war. Sie sagte, er wollte nach Barbaras Tod so weit wie möglich weg sein. Wenn diese Geschichten irgendein Schema hatten, dann war es die Tatsache, dass keiner von uns jemals hier irgendwie gewesen ist. Walter 1952 bis 2005 lebt wohl allesamt. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich schon 30 Jahre hier unten bin. So, links sehen wir Kalender 1968. Am ersten Tag, als das Zittern begann, glaubte ich, vielleicht eine Woche zu überleben. Okay, jetzt gibt es hier erstmal lecker Dosenfraß. Gibt ja viele Amerikaner, die irgendwie so einen Geheimschutzbunker haben. So, aber nach ein paar Tagen war... Dad hat mich bei Verstand gehalten. Nee, das hat mich bei Verstand gehalten, diese kursive Schrift. Einen Zeitplan zu haben. Zu leben im Hier und Jetzt. Ich habe immer erwartet, morgen tot zu sein. So, 1976, also der Gute ist schon ein paar Jahre rum und hat da seine Flüssigdosen. Wenn man lange genug wartet, gewöhnt man sich an alles. Oh, und... endlich mal wieder eine weitere Flüssigdose. Sogar ein Monster auf der anderen Seite der Tür fühlt sich irgendwann allein. Fast freundlich. Und dann war alles eines Tages... Oh, 2005. Vorbei. Aber man hört ja auch, die Musik hat sich so ein bisschen geändert im Radio. Was immer dieses Ding war, es war nicht mehr da. Vielleicht hatte es keine Lust mehr zu warten. Vielleicht hatte aber auch ich keine Lust mehr, Angst zu haben. Ja, wenn man über 30 Jahre lang jeden Tag nur sich von Flüssigkonserven ernährt, ist es nachvollziehbar. Ich habe genug gewartet. Ich muss gehen, weil ich noch kann. So, er muss irgendwie raus. Ja, und wie sich nach 30 Jahren die Welt verändert hat. Da ist Walters Bett. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. 30 Jahre. Gibt ja auch, glaube ich, einige Hollywood-Filme, die vom Schema her ähnlich aufgebaut sind. So ein Luftschutzbunker und 30 Jahre später erwacht man dann. Ich muss jetzt gehen, solange ich noch kann. So, und anscheinend geht es weiter hinab. Hier wieder überall Bücher. Na, irgendwann muss man sich ja 30 Jahre Zeit vertreiben. Ich weiß, dass es da draußen irgendwo noch ist. Wer immer Barbara getötet hat. Und Molly. Und Calvin. Und Calvin. Oh, jetzt nehmen wir hier einen Hammer, oder was? Maybe this is all a mistake. Vielleicht ist das alles ein Fehler.
But I need to stop living. Aber ich muss aufhören, immer denselben Tag zu leben. Even if it kills me. Auch wenn es mich umbringt. Whatever's out there, I want you to know. Was immer da draußen noch ist, sei dir gewiss, dass ich bereit bin. I'm going to appreciate all of it. Ich werde alles zu schätzen wissen. Besonders das Essen. Ja. I don't mind if I only have a year left. Es ist mir egal, ob ich nur noch ein Jahr zu leben habe. Oder einen Monat. Oder eine einzige Woche. Ich würde mich schon über einen Tag freuen. I can already imagine the sun on my face. Kann ich schon den Sommer auf meinem Gesicht spüren? Und so hat ihn Zug überfahren. Ja, das ist natürlich auch über. So bist du 30 Jahre in so einem Luftschutzbunker, weil du denkst, die Erde zerbricht über dir. Gehst nach 30 Jahren raus, weil du irgendwie die Schnauze voll hast, dauernd dich von Pfirsichkonserven zu ernähren. Und dann kommt ein Zug und du bist futsch. Walter starb, als ich 6 war. Ich kann einfach nicht glauben, dass meine Mom nie davon erzählt hat, dass er hier unten war. Ja, der paranoide Walter. 1952 bis 2005. Ich bin mir sicher, dass Mom mich beschützen wollte. Ja, welche Mutter will das nicht? Vielleicht hatte sie Angst, dass ich so enden würde wie Walter. Aber wenn sie mir nie von einem Onkel aus dem Haus erzählte, was hat sie dann vielleicht noch verheimlicht? Ich möchte nicht die gleichen Fehler machen wie sie. So, hier hat der Walter ja das Loch in die Mauer reingehauen. Etwas zu begraben, das noch am Leben ist. Jetzt sind nur noch einer oder vielleicht zwei von uns übrig. Ich dachte, dass es Zeit wäre, mir die Geschichten persönlich anzuhören und herauszufinden, was mit den anderen geschehen ist. Doch jetzt mache ich mir Sorgen, dass die Geschichten es selbst sein könnten, die das Problem sind. Vielleicht haben wir so sehr an einen Familienfluch geglaubt, dass er wahr wurde. Aber hier ist auch nochmal so eine kleine Gedenkstätte für den Walter. So, und die Gleise führen hier irgendwie witzigerweise ins Nichts, okay. Also es muss wohl vor ein paar Jahren anders ausgesehen haben, wo der Zug ihn erfasst hat. Ich weiß nicht, ob ich das hier alles überhaupt aufschreiben kann. Vielleicht wäre es besser, wenn das hier alles mit mir sterben würde. Ja, das sind immer böse Gedanken, die wollen wir mal ganz schnell ausblenden. Wir sind auf jeden Fall hier am Strand irgendwie. Aber ich dachte, dass du über deine Familie Bescheid wissen solltest. Ja, wohl wahr. Und die Geschichte, die auch deine ist. Ich glaube, da hinten könnte man das alte Haus der Finches sehen. Was ja in dem Einzimmer bekannt wurde, was vom Wasser aufgenommen wurde oder überschwemmt wurde. Und dann wurde das Finch-Haus ja nochmal neu aufgebaut. So, wenn du mich fragst, glaubten die Menschen in diesen Geschichten an sie. Wir gehen überall Bewegungsmelder an. Können wir jetzt noch irgendwas hier entdecken? Das ist die große Frage. Also das Spiel zeigt uns ja auf jeden Fall aufgrund der Schrift, die aufleuchtet, in welche Richtung wir denn jetzt nun weitergehen müssen. So, hier kommt allerdings kein neuer Schriftzug. Also denke ich mal, ist das einfach nur, dass man hier einmal kurz lang gehen kann, die idyllische Sicht genießen und dann dem Handlungsstrang wieder weiter zu folgen. Hier ist noch der Pier. Geradeaus, das könnte das alte Finch-Haus sein. Nehmen wir die Treppen hoch, wieder zu unserem Finch-Haus, wo wir schon so viel entdeckt haben. Ich finde das Spiel faszinierend, ne? Also man ist ja wirklich gefesselt von den einzelnen Geschichten und ja, Familienfluch. Wenn du dir das Haus anschaust und diese Geschichten der Fantastereien, der Bockigkeit und des Wahnsinns, es scheint alles möglich zu sein. So, jetzt erstmal hier die Gartentür aufmachen.
Also es ist ja schon ziemlich gruselig, ne? Also dass man so über die einzelnen Familienmitglieder mit diesem Familienfluch erfahren hat. Ich glaube, dass uns der Tod schon so lange begleitete, dass wir uns an ihn gewöhnt hatten. What kind of family finishes building a Welche cemetery Familie before vollendet starting den the Bau house? eines Friedhofes, bevor der erste Stein des Hauses steht? Ja, das ist wohl wahr. Das ist mehr als It's skurril. embarrassing for me to admit this, but Es ist peinlich, the das pet zugeben zu müssen. cemetery may be more Der uncomfortable Tierfriedhof war mir noch unheimlicher als der andere. Three of the gerbils were mine and Drei der Rennmäuse two had been waren my meine fault. und zwei meine Schuld. Aber da sehen wir hier Derpy, Burpy, Derpy Junior, Chirpy, Charlie, Furpy. Ja, einige Rennmäuse gehabt hier. Lucy, Daisy, also die anderen Tiere. Charlie muss eine Katze gewesen sein. Tucker, Coco, Zoe, Lurpy und Serpy haben wir eben noch gesehen. Oliver, das war wohl ein Hase. Bob, ein Hund. Shadow, was gibt's noch hier? Christopher, Schatzi, okay. Sven built the house, but it was Edie who So, designed Sven the baute das cemetery. Haus, aber es war Edie, die den Familienfriedhof entwarf. Und hier sehen wir Molly Finch. Die Katze, 10 Jahre alt geworden. Calvin. Sven. Und die gute Edie Finch. Jeder mit so einem einzelnen Symbol auf seinem Grabstein. Walter, den haben wir ja gerade gesehen. Und Barbara Finch, das war ja der Kinderstar, das Ende unserer ersten Episode. So, müssen wir jetzt da irgendwie hoch oder müssen wir jetzt in, nee, hier gehen wir zurück, hier gehen wir zum Tierfriedhof. Müssen wir doch wieder ein bisschen weiter höher I'm gehen. sure Odin's monument had been Edie's Ich bin idea. mir sicher, dass Edis My mom Denkmal was Edis always Idee trying to war. move on, Meine Mom but versuchte for immer, die Edie, the past Vergangenheit didn't hinter run sich zu away. lassen. Aber für Edie blieb sie stets präsent. Er scheint dieses abgesunkene She could Haus see der it Finches zu poking sein. out of the water at Für that sie stach sie time. sichtbar aus dem Wasser, sobald Ebbe war. Ah, können wir da durchgucken? Mal gucken, können wir es irgendwie schärfer stellen oder näher ranzoomen? Ah ja. Edie said she dreamed about the old Edie house sagte, every sie night. träumte jede Nacht vom alten Haus. Muss ja auch schlimm sein, wenn man so ein Haus gebaut hatte und das Haus irgendwie durch eine Flut oder wie auch immer verloren hat und von dem Neubau des neuen Hauses und des Anwesens irgendwie das alte Haus sehen kann, wie es damals untergegangen war. Ich meine, da steckt auch eine ganze Menge Liebe drin. Aber wer Edie's side schon, was hat sie always selber easy gesagt, for me to einen understand. Familienfriedhof vor dem eigentlichen Hausbau erbaut, But the older I get, the ist ja more I schon ein can see where bisschen my mom was merkwürdig. coming from. So, je älter ich werde, desto mehr verstehe ich Mom. Was sind da vorher noch für Grabsteine? Die haben wir vorhin gar nicht gesehen. Da haben wir einmal Gregory, okay. Her dad had been pretty Sam strict, but it Finch wasn't und enough to Gus. save her brothers. Ihr Dad She war was ziemlich just streng gewesen, trying aber to do offenbar nicht better. genug, um ihre Brüder zu schützen. Sie war lediglich bemüht, es besser zu machen. Ja, alle nicht wirklich alt geworden. So ist wahrscheinlich eine Bank, auf der man sich dann hinsetzen kann, einfach nur. Ist jetzt kein einzelner Grabstein. Sind ja auch schon genügend hier. So, wen haben wir hier liegen? Milton Finch. Dann haben wir noch Sanjay Kumak und Louis Finch. Sie verlor zwei Brüder wie ich. Ich verstehe, warum sie so bestrebt war, uns zu beschützen. So many things I wish I could ask my mom Es now. gibt da so viele Dinge, die ich Part Mom of me jetzt gerne thinks fragen this is würde. what she Ein wanted Teil all von mir along, denkt, dass sich das schon immer for me gewünscht to hat, come back someday, dass ich eines Tages to find zurückkommen everything out for myself. und alles selbst herausfinden würde. Ach, hier geht's zum Baumhaus hoch. Das hatten wir auch schon mal mit der Katze Molly ja schon mal ein bisschen entdeckt, wo wir dem Vogel gefolgt sind und witzigerweise von einer Katze
auf einmal eine Eule waren, die Kaninchen gefressen hat, und auf einmal waren wir dann ein Hai. Ich glaube, das war die richtige Reihenfolge. Und dann waren wir dieses komische Seeschlangenmonster, was auf dem Schiff irgendwie war. Und auf einmal waren wir in Mollys Zimmer. So, aber wenn ich heute zurückblicke, hätte sie mir gesagt, dass ich so viel klettern müsste. Ich wäre 22 Wochen schwanger nie gekommen. Stand da eben, ich wäre 22 Wochen lang schwanger nicht gekommen? Okay. Das heißt, wir sind schwanger? Ich lasse das mal so stehen. So, irgendwie muss das jetzt irgendwie weiter hochgehen. Ist hier irgendwo noch eine Leiter? Hier können wir nicht hoch. So, Patriotismus pur. Amerikanische Flagge hängt da. So, hier runtergehen vom Dach können wir auch nicht. Und hier ist keine Leiter. Ah, da vorne ist eine. Ich habe meinen Opa Sam nie kennengelernt. Aber ich glaube, er und meine Mom hatten viel gemeinsam. Er hatte so ein Windlichtier aus alten Plastik-Milchbeuteln zusammengebaut. Schönes was anderes. So ein schöner alter Gartenstuhl. Aschenbecher. Ja. Kann man seinen Feierabend dann auch genießen. Ah, endlich wieder ein Raum, den wir entdecken können. They were both pretty intense. Sie waren beide ziemlich heftig. Das sieht nach Jäger aus. So alte Kriegsmedaillen, denke ich mal. Sam verbrachte sein Leben lang mit Fotografieren, aber Mom sagte, dass er nie gern selbst vor die Kamera trat. Ich glaube einfach, dass wir alle vor irgendetwas Angst haben. So, da können wir wahrscheinlich gleich rausgehen, aber vielleicht gibt es noch irgendwas zu entdecken. Da. Dawn, ich verspreche dir, dieses Wochenende wird unvergesslich. Ja, Dad. Diese Erinnerungen werden dich ein Leben lang begleiten. Ach, wir haben jetzt die Kamera hier. Müssen wir jetzt irgendwie ein Foto machen? Es ist ein Jagdausflug, Dawn. Schießen ist absolut angesagt. Wenn ich jetzt wüsste, was ich fotografieren soll. Ein Duftbäumchen. Ah ja. Perfekt. Es wird das ganze Wochenende regnen, stimmt's? Dieses Wochenende wird mir ewig in Erinnerung bleiben, Dad. Das ist die richtige Einstellung. Bitte schieß in dieses verdammte Foto. Pass auf, was du sagst. So, Dawn hat auf jeden Fall anscheinend sehr gern gelesen. Was können wir hier noch Schönes mit unserer Kamera entdecken? Da haben wir unser Auto geparkt. Kennt man ja auch aus den älteren Filmen, diese typischen Ami-Schleppen. Lächeln, Dawn. Okay, got it. Okay, fertig. So, wir sind im Odin Finch National Park. Ich mache ein paar Fotos, ja? Sei aber vorsichtig, diese Kamera ist älter als du. Also wir haben jetzt gewechselt, der Sam hat also Dawn jetzt die Kamera gegeben und wir sehen gleich hier einen wunderschönen Vogel. Du hast recht, Dad. Es klärt sich auf. Ist aber immer noch schweinekalt. So, schöner See. Ganz kleine Insel. Ja, hier haben wir unsere Futterbox für unseren Ausflug. Aber wahrscheinlich das Foto zu sein. Ah ja. Den Kaffee hätte ich wohl noch nicht trinken sollen. Das gibt's ja gar nicht. Ja, können wir es mal schärfer stellen hier? Draußen pinkeln hat schon was. Nicht bewegen, ich mache ein Foto. Hey, das kommt ins Album. Ich will dir nur sagen, dass ich nicht für immer hier sein werde, Dawn. Du wirst dich diese Dinge erinnern müssen, wenn du überleben willst.
Ich komme klar, Dad. Weißt du, wer noch gesagt hat, dass er klarkommt? Jemand, der gestorben ist? Dorn, ich meine es ernst. Ich weiß, Dad, du meinst es immer ernst. Kannst du hier draußen nicht mal ein bisschen chillen? Ich sag mal was, das letzte Mal war ich vor 20 Jahren hier draußen. Dorn, meinst du nicht, dass es da interessantere Dinge zu fotografieren gibt? Verknipst auch nicht den ganzen Film mit Fotos von mir, Nigel. Ah, Hunting Season. Das letzte Mal war ich mit meinem Bruder Calvin hier. Mensch, das war ein klasse Ausflug. Dein Opa Sven hat uns das Fischen beigebracht und wie man Feuer macht. Wir sind auf einen alten Rückeweg gestoßen. Da war überall Rotwild. Dad, das nenne ich Adleraugen, Dorn. Da oben rechts. Da haben wir ihn mal ein bisschen näher ranzoomen. Wunderschöne Hülsch, denke ich mal, ne? Bevor du schießt, lass mich erst noch ein Foto von dir machen. Okay, mal kurz gucken. Da ist der Hülsch im... Ah ja. Okay, er möchte, dass sie unbedingt schießt. Weiter atmen. Schalten mal ab. Komm, ich helfe dir. Muss ich das tun? Dorn, du musst gar nichts tun. Aber wenn du überleben willst, musst du stark sein. Great shot, Dorn. Klasse Schuss, Dorn. Ah, jetzt macht er ein Selfie von sich und seiner Tochter. Also was man damals wohl Selfie nannte. Geht heutzutage alles ein bisschen leichter. Und sie ist traurig. Ich bin stolz auf dich, Dorn. Bald das immer in Erinnerung, okay? Ach, wir müssen da jetzt hingehen, okay? Moment, Moment, Moment. Ah, Kamera ist hingestellt. Tut mir leid, Dorn. Muss nur den Timer neu einstellen. Ja, war der Jagdausflug wohl doch nicht so erfolgreich. Tochter todtraurig. Dad! Dad, es zuckt. Ich glaube, es ist noch... Das ist normal, Dorn. Fokussier dich auf die Kamera und denk nicht mehr dran. Oh, tja, hätte auch seine Tochter gehört. Da ist er. Runtergefallen. Das Foto ist sogar für ewig in Erinnerung. Das ist dann wohl die Geschichte gewesen von Sam Finch. Von all den Geschichten wünschte ich mir, dass Mom mir diese erzählt hätte. Wenn wir jetzt den Stammbaum hier sehen von den Finches, haben wir doch schon das eine oder andere Zimmer entdeckt. So viel ist gar nicht mehr offen. Vom guten alten Sam hier. So, und jetzt können wir, glaube ich, da vorne gleich in die Tür reingehen. Kurz auch nochmal im Zimmer umschauen, ob es noch etwas gibt. Anstatt sich vor dem Tod zu verstecken, schien Sam alles zu tun, um ihm entgegenzugehen. Ein alter Hauding. Ja, Kriegsveteran, wenn man sich das hier alles so anschaut. Also wir hatten ja gesehen, diese Kriegsmedaillen in seinem Vitrinenschrank über seinem Jagdgewehr. Oh, was ist hier vorne noch? Okay, ein Flugticket. Und eine Box, wo drauf steht Kai. Gucken, ob wir das Rätsel irgendwann auch lesen können. So, dann geht's weiter in dem verschachtelten Haus der Finches. So, auch hier überall Kartons. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Nachdem Sam gestorben war, kamen sich meine Mom und Edie sehr nahe. Sie hatten beide sehr viel verloren. So, und hier sehen wir auch überall wieder kleine Stifte. Also sind wir nicht die Ersten, die diese Gänge auch als kleinere Kinder langschleichen. Wir sind im Zimmer vom Gregory, wenn ich das richtig lese. Gregory. Und von Dorn, die wir gerade gesehen haben in der Sequenz. Mal gucken. Mal diese typischen Bilder hier. Teamwork. Was haben wir noch Schönes? Respekt. Stärke.
alte Spinte. I can't imagine my mom ever und Gus. Ich hätte nie gedacht, dass Mom mir etwas von Gus erzählt. Ein Gedicht für Gus. Der schon immer sagte, dass die Hochzeit keine gute Idee wäre. Unser Vater schlug uns Kinder nie, jedenfalls nie besonders hart. Noch vor dem Tag, mein Bruder sprach von nicht besonders hart, dass er wohl lieber sterben wird, bevor bei uns eine Hochzeit naht. Okay, wir müssen mit dem Drachen irgendwie die Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen. Mein Vater rief ihn streng zu sich, doch Gus sich weigern tat und weiter seinen Drachen flog, trotz Herzenswut. Am Start. Versucht war ich, ihn umzustimmen, da sie ihn nicht mal kannte. Wir brauchen keine Stiefmutter, er mich sogleich von dannen sandte. Ach, wir sind jetzt direkt bei der Hochzeit. Alles klar, jetzt verstehe ich das erst. So, wo jetzt lang? Na, vielleicht ein bisschen rüpeliger hier mit dem Drachen fliegen. Ich kann momentan hier keine weiteren Buchstaben sehen, die wir mit unserem Drachen umfliegen müssen. Auf jeden Fall scheint ja ordentlich Wind da zu sein, sonst wird der Drachen ja nicht so abgehen hier. Ah ja. So ein Indianertotem. Und als die Zeit der Bilder kam, befahl ihm Dad, komm her. Doch Gus sich gleich verweigerte mit bösem Mittelfinger. Der Wind erbrauste, Gänse schrien, gen Himmel sich erhoben. Die Menschen dagegen unbekümmert sogleich ins Zelt reinstoben. Ja, und keiner passt auf den Gas auf, hier, der mit seinem Drachen weiterspielt. Der Regen wie aus Eimern schüttelt, doch keinen packte Angst. Egal wie stark und wild das Zelt im Winde sich gar wand. Da sind die alle so beschäftigt, dass sie gar nicht mitbekommen, dass ein kleiner Junge mit seinem Drachen spielt hier. Der Donner grollte viel zu nah, voll unheilvollbarer Power. Doch Vater sagte lediglich, mach die Musik doch endlich lauter. Ich wünschte, ich könnte. Tja, und da hat er ja gute Wind. Den Gast weggeweht. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, ich habe an dich gedacht. Allein am Strand im Winde, umhüllt von Schaum und Meer. Das tat ich aber leider nicht. Bis wir dich endlich fanden. Ja, 69 bis 82. Der kleine Gast. Sie hat nie über ihn gesprochen, aber einmal erzählte mir Mom, dass sie mich Gus genannt hätten, wenn ich ein Junge gewesen wäre. So, Dawns Zimmer. Ja, die Geschichte kennen wir ja schon. Hier liegt noch Gregory, ein Baby. Und irgendwelche Divorce Contracts, also hier sind so ein Scheidungspapiere. Lieber Kay, weißt du noch, wie Gregory immer lachte, wenn er dachte, er war allein? Als ob irgendetwas Lustiges passierte, was aber nur er sehen konnte. Ah, jetzt sind wir Gregory. Ich glaube, er sah Dinge, die der Rest von uns nicht sieht. So ein Aufziehfrosch. Wir können den Frosch bewegen, okay? So, Frösche können ja springen. Wir sind fertig mit Baden. Gregory, es ist Zeit. Warte, Liebling. Ja, das macht man natürlich nicht. Ein Kind allein in der Badewanne lassen, um ans Telefon zu gehen. Hallo, Sam?
Ich möchte jetzt nicht. Ich habe dir gesagt, ich möchte jetzt nicht reden. Ich frage mich, was er wohl gesehen hat. Wie seine Welt wohl aussah. Also wenn man bisher weiß, was den Finches alles passiert ist, will man diese Sequenz, glaube ich, irgendwie gar nicht mehr weiterspielen. Also gerade wenn man auch selber Familienvater ist, ist das schon irgendwie eine Nummer, Er hat mich so sehr an Calvin erinnert. Verloren in seiner Fantasie. Was immer er gesehen hat. Können wir noch hüpfen? Mal gucken. Können wir schon auf den Wal raufhüpfen hier? Anlauf nehmen hier. Oh, hüpf. Ja, falsche Richtung. Ich komme hier nicht richtig rum mit dem Frosch her. So, Höhe war ja schon ganz gut. Ah, jetzt sind wir auf dem Ball. Macht ihn auf jeden Fall glücklich. Ja, für so einen kleinen Jungen ist es ja lustig, wenn er da so seine Spielzeuge sieht und auch sein Wal. Anscheinend müssen wir da oben rechts jetzt weitergehen, zu der Seife. Ich weiß, es klingt albern. Dass ich mir Sorgen über ein zu glückliches Baby machte. Aber ich spürte irgendwie, dass es mir entglitt. Tut mir leid, Gregory. Ah, da ist die Mutter wieder. Ich weiß, du hast alles getan, was du nur konntest. Warum geht's denn jetzt wieder raus? Das lässt du uns in der Badewanne alleine? Verdammt. Warte, ich will nicht, dass Gregory das hört. Okay, er scheint irgendwie in einen Raum reingegangen zu sein und der Spielzeugfrosch macht die Badewanne wieder an. Ich wünschte, er hätte uns erzählen können über die Welt, die er sah. Oh, ist das gruselig. Kai, da gibt es so viel, was ich nicht verstehe. An Gregory. An allem. Aber ich weiß, dass das, was passiert ist, nicht deine Schuld war. Ich bin mir sicher, er ist glücklich. Und dich würde er sicher auch gern glücklich sehen. Viel Glück, Kai, liebe Sam. Ja, haben die Eltern nicht aufgepasst, ist der kleine Gregory mit einem guten Jahr in der Badewanne ertrunken. Das war mit eines der traurigsten Schicksale hier der Finches. Ich meine, die haben ja alle viel gelitten. Aber die Geschichte ist schon so. Hier haben wir einen Evakuierungsplan vom Finch-Haus. Hausregeln. Nicht draußen spielen. Keinen Fremden antworten. So, jeder hat irgendwie seinen einzelnen Lichtschalter hier gehabt. Auch das, diese Tür ist natürlich zugeklebt worden. Achso, Flagge ist ein Frühstück, Ruhezeiten, Routine, okay, das sind wohl so ein Sportprogramm hier, Sprengseil, Jumping Jacks, Push-Ups, Crunches. So, und dann können wir hier, was ist das hier, auch wieder ohne Ende Bücher, das ist ja von den anderen, von den Finches nicht anders zu erwarten, und hier so eine... My mom moved up to the loft after her brothers died. Wann zum Hochklettern? Nachdem ihre Brüder gestorben waren, zog Mom auf den Dachboden. Damals wollte sie nur noch so weit weg wie möglich. Wenn man sich vorstellt, dass die Geschwister das auch alles mitbekommen, also die einzelnen Schicksalsschläge, da kann mir keiner erzählen, dass man da normal aufwächst. So.
paar Bilder, Heilige Bibel. Religion war ein weiteres Thema, über das Mom nie gesprochen hat, aber ich glaube, es half ihr sehr, nachdem ihr Dad gestorben war. So, hier könnten wir rausgehen. Machen wir noch nicht. Was haben wir hier? Flug nach Indien im Juni 1987 angekreist. 10 Wege, wie man kreatives Denken beibringen kann. Okay. We're helping hands create. So, Republik von Indien. So, ganze Menge Bilder. Alter Computer, was steht da vorne drauf? Kann ich nicht ganz erkennen. Hier. Sie verbrachte einen Sommer lang mit dem Bau von Häusern in Kalkutta, wo sie mein Dad, Sanjay, kennenlernte. Ah ja, okay. Also wir haben indische Wurzeln. So, von hier oben können wir dann auf die anderen Bettchen gucken, von dem Gregory und dem Gus. Meine Mom zog eine Woche nach Schulabschluss nach Indien und fand einen Job als Englischlehrerin. Louis wurde ein Jahr später geboren. Also Louis ist dann auch unser Bruder, der wahrscheinlich auch ein ähnliches Schicksal irgendwie erlitten hat. So, wie kommen wir denn da jetzt hin? Übers Dach klettern oder gibt es einfach noch eine Treppe, die wir gehen können? Oben sind noch Lampen. Ah, da vorne sind Treppenstufen. Als mein Dad starb, wusste meine Mom, glaube ich, nicht, wohin sie gehen sollte. Ah, hier hat auch jeder so sein einzelnes Blumenbeet gehabt. Bin mir sicher, dass Edie glücklich war, dass sie da war. So Edith, Milton, Louis. Das Haus musste vergrößert werden, aber das war Edie ja gewohnt. Und eine Zeit lang war alles gut. Fast normal. Richtiger Klassenraum hier. Nur Multiplikation. Kann ja einmal 10 gesagt, was ging bis 12 eben. Und einen Schrank können wir ja nicht öffnen. So, und hier hat dann wohl unsere Familiengeschichte, so Fakten oder Fiktion. So, Louis Rules hat er hier reingeritzt. Und hier sind dann die einzelnen Namen der Familienmitglieder. Bücher sortiert nach Buchstaben. Also ein richtig kleines Klassenzimmer, was die Edith hier aufgebaut hat, oder beziehungsweise unsere Mutter hier vielmehr. So, der Fluch. Der Finch-Fluch. Oh, den Finch. Von Edith Finch. Was haben wir hier noch? Wie man lernt zu lernen. Oder wie man anderen beibringt zu lernen. Von Dawn Finch. Ach ja, Dawn war ja unsere Mama, genau. Also Dawn wird hier den anderen Kindern das beigebracht haben. Weil das als Klassenzimmer genutzt haben. Aber es hielt nicht lange an. Der Anfang vom Ende war, als Edie Milton zu seinem 10. Geburtstag ein Schloss schenkte. Nach Miltons Verschwinden war von ihm nur ein Zimmer voller Gemälde zurückgeblieben. Also auch ein weiterer Junge, der halt irgendwie anscheinend nicht das Leben verlor, sondern verschwand. Wohin verschwand? Gucken, ob wir in sein Zimmer irgendwie reinkommen können. Und da war eben gerade angezeigt, dass wir dann mit dem Griff wahrscheinlich das Fenster öffnen können. Gehen wir mal in Miltons Welt. So, überall Farbkleckse. Nur 10 Jahre alt, haben die ja gesagt, ist er gewesen. So, hier sind überall Zeichnungen von Häusern. Also wenn die vom 10-Jährigen stammen, dann aber alle Achtung. So hat den ganzen Palast oder ein ganzes Schloss irgendwie gebaut, aus Papier oder Pappe.
ja, also wenn der Wilton, wie gesagt, 10 Jahre alt sein soll, dann war er doch durchaus hochbegabt, was man hier an den Bildern erkennen kann. Ist das eine Seilrutsche? Können wir hier weiter runter? Nee, weiter hoch. Oh, König Milton. So, Farbpaletten. Alles, was das Künstlerherz braucht. Auch ein Leuchtturm oder ein höher gelegener Turm. So, Milton 1992. Auch bekannt wieder mit so einer einzelnen Baumscheibe, wo das Porträt des Familienmitglieds drauf ist. Und hier haben wir ein Flipbook, so ein Daumenkino. Milton Finch in der Zauberpinsel. So. Ich war 4, als Milton verschwand. Ja, aber mehr erfahren wir nicht. Also, er hat gemalt, war 10 Jahre alt, okay, und irgendwie verschwand er. Aber Mom suchte monatelang nach meinem Bruder. Schließlich versiegelte sie die Türen. Was immer Milton im Haus gefunden hatte, wollte Mom unter Verschluss halten. Ach, hier kommen wir gar nicht weiter. Wirft er mehr Fragen auf als vorher. So, hier gehen wir wieder in das Klassenzimmer. Aber es geht ja nochmal weiter hoch. Anwesen der Finches. Mom gab ganz klar Edie die Schuld, aber ich glaube, dass das wohl irgendwie anders gewesen sein muss. Nach seinem Schulabschluss verbrachte er mehr und mehr Zeit in seinem Zimmer, bis Mom ihm einen Job in der Dosenfabrik besorgte. Der Louis, 1988 bis 2010. Jeder sagte ihm immer, mich aus Louis' Zimmer fernzuhalten. Außer Louis. Also die Zimmer sind ja stellenweise so, wie man sich das als Kind irgendwie so ein Haus später mal bauen würde. Also stellenweise zumindest. So, hier können wir irgendwie in das Boot reingehen, dann sind wir in seinem Zimmer drin. Ah ja. Louis' Zimmer roch sehr, sehr vertraut. Dieser Teil von ihm lebte weiter. Ja, da haben wir schon dieses schöne Marihuana-Poster gerade gesehen. Klar, nach was das roch. So, zurück wollen wir nicht. Wir wollen natürlich erstmal reingehen. So, hier steht auf jeden Fall eine Wasserpfeife drum. Dann schöne Bilder für Schwarzlicht. Oh, legalisiert Marihuana. Na, ein paar Reste hat auch noch übrig gelassen da in seiner Schale. Wasserpfeife, Joypad auf dem Tisch. So, Spielekonsole. Highschool-Abschluss, Highschool-Diplom. So, was ist dem Louis widerfahren? Louis Finch. So, ein Brief an unsere Mutter. Sehr geehrte Mrs. Finch.
Als Louis Psychiater kann ich Ihren Wunsch nach einer Erklärung verstehen. Aus meiner Sicht begannen die Schwierigkeiten im Januar, kurz nachdem wir Ihren Sohn überzeugt hatten, sich wegen Drogenmissbrauchs in Behandlung zu geben. Das Erste, was Louis im nüchternen Zustand erkannte, war die Monotonie seines täglichen Lebens. Das ist natürlich ein geiler Job. Er arbeitete weiter in der Konservenfabrik, doch zog er sich innerlich zurück. In unseren Sitzungen habe ich dasselbe Verhalten beobachtet. Sein Geist begann. Ja, da dreht man ja irgendwann auch durch, ne? Also er macht den ganzen Tag nichts anderes, außer jetzt hier so einen Fisch zu nehmen, um herzuschweifen und ihm die Köpfe abzuhauen. Und jetzt baut er sich so seine eigene Fantasiewelt irgendwie auf. Das heißt, ich bat ihn, es mir zu beschreiben. Ach, wir müssen mit links müssen wir weitergehen und mit rechts machen wir weiterhin unsere Arbeit, okay? Er sagte, er habe klein angefangen. Er stellte sich ein Labyrinth vor. Er versuchte, sich darin zurechtzufinden. Dann bewegte sich etwas. Fledermäuse. Und Kröten. Und Wesen ohne Namen. Er wusste, dass alles nur in seinem Kopf war. Jetzt können wir nicht weiter. Warum können wir jetzt nicht weitergehen? Ah ja. Aber er nahm es sehr ernst. Ich hatte gehofft, er würde sich finden. Jetzt wird seine Welt auch schon ein bisschen bunter und seine Fantasie dadurch auch größer. Aber er fand etwas anderes. Ich begann mir Sorgen um ihn zu machen. Tagträumend in der Konservenfabrik. Er sprach mit seinem Vorgesetzten. Aber er sagte, Louis hätte sich als vorbildlicher Mitarbeiter entwickelt. Methodisch, unermüdlich, fokussiert. A whole new Louis. Ein ganz neuer Louis. So I let him go on. So ließ ich ihn weitermachen. I even encouraged him. Ich ermutigte ihn sogar. It seemed very promising at first. Zunächst sah alles sehr vielversprechend aus. He told me he'd made a new friend. Er erzählte mir, dass er einen neuen Freund gefunden hätte. Am Rande einer Stadt, die er Louistopia nannte. Er erbaute die Stadt Schritt für Schritt, Stein auf Stein. Then he made musicians. Dann schuf er Musiker. And songs for them to play. Und Lieder, die sie spielen sollten. He talked about starting a band. Er sprach davon, eine Band gründen zu wollen. And he was always humming something. Und er summte immer etwas vor sich hin. Every day his imagination grew strong. Jeden Tag wurde seine Fantasie stärker. He no longer spoke at the cannery. In der Konservenfabrik sprach er nicht mehr. But his chopping was as reliable as ever. Aber er hackte unermesslich weiter. Then one day it struck him. Eines Tages begriff er, that all the cheering crowds, even the stones, dass all die jubelnden Menschenmengen, sogar die Steine unter seinen Füßen, were all in his imagination. Alles nur in seiner Fantasie, so he could do whatever he existierte. So konnte er tun, was er immer tun wollte. He held an election for mayor. Er hielt Bürgermeisterwahlen. And he won. Und er gewann. They begged him to stay, but sie baten ihn zu bleiben, aber sein Geist war schon wieder auf Wanderschaft. It became a game for him. Es wurde zu einem Spiel für ihn. He'd conquer a city, then immediately push on. Er eroberte eine Stadt und eilte dann gleich weiter.
New Louisville. New Louisville. St. Louis. St. Louis. He started drifting away from our reality. Er entfernte sich immer mehr aus unserer Realität. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Als er eines Tages vergaß, von der Konservenfabrik nach Hause zu gehen, so sehr seine Mutter ihn auch anflehte, ein Teil von Louis segelte weiter. Er kriegt gar nicht mehr mit, was um ihn herum geschieht, ne? In Louisburg hörte er Gerüchte über. Oh, jetzt können wir uns entscheiden. Wunderschönen Prinz oder Königin? Nehmen die Königin. Regenbogenflüsse hier. Nächster Entscheidungsweg. Die Königin war auf ihrer eigenen Suche nach leuchtenden Regenbögen, nicht nach finsteren Schlangen. Das wollen wir nicht. Oh, haben wir den Regenbogen jetzt umgeschubst, ja? So, er folgte dem Klang ihrer Silberharfe oder elektrischer Stier oder Sita. Die Silberharfe, oder? Ja. Silverharp. Ah, die eine Note. Ich kann auch nicht mehr zurückgehen hier mit dem Boot hier. Schade eigentlich. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Schließlich kam er zu einem goldenen Palast östlich der Sonne und westlich des Mondes. Even then, his logic remained sound. Trotz allem hatte er weiterhin eine gesunde Logik. He knew the world was all in his imagination. Er wusste, dass die Welt nur in seiner Fantasie existierte. Aber er war stolz, dass er sie erschaffen hatte. In his own eyes, he'd become something greater than in seinen eigenen Augen war er zu etwas Größerem als ein König geworden. Ja, und nach wie vor ist er halt in der Konservenfabrik, ne? So für jemanden, der im wirklichen Leben nie wirklich Erfolg hatte, muss das überwältigend gewesen sein. Dann traf es ihn wie ein Schlag, dass der wahre Louis nicht der war, der Lachs sagte, sondern der die Stufen zu einem goldenen Palast hinaufstieg. Meine Fantasie ist so echt wie mein Körper, sagte er mir. Er ließ sich nicht mit sich streiten. So, anscheinend sind wir jetzt wirklich Louis, der jetzt kurz aus seinem Tagtraum draußen ist. In der Dosenfabrik. Aber anscheinend schon irgendwie ein bisschen Schaden haben. Also das war, wir haben gerade eine goldene Tür gesehen, die ist definitiv nicht da. So, dort vorne ist Ausgangsschild, das scheint unser Spind zu sein. Da kann man auch wieder diese... Ja, das ist der Spinn von uns, von Louis. Er begann die Welt, wie wir sie kennen, zu vergessen. Oh, 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 oh. I think it pained him to remember Louis, the cannery worker. Ich glaubte, es tat ihm weh, sich an Louis, den Dosenfabrikarbeiter, zu denken. Das ist auch der einzige, der noch in dieser Dosenfabrik da steht. Er begann, den Mann mit königlicher Verachtung zu verschmähen. Na, jetzt sehen wir uns quasi selbst. Naja. Ich dachte noch immer, ich könnte ihn retten. Oh, nee, 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 nee.
Sogar nachdem er mir erzählte, dass er zum König über alle Länder des Wunders gekrönt werden würde. Der Palast würde mit seinen Kameraden erfüllt sein. Und die ganzen Musiker, die er da erschaffen hat, alle sitzen da. Darunter auch die weise Glückskatze, die darauf bestanden hatte, ihn zu beraten. So, und wer jetzt aufgepasst hat, wie heißt die Katze, was steht da drauf? Molly, ne? Seine Königin wartete, seine Krone in Händen haltend. Es blieb nur noch eines zu tun. Seinen Kopf zu neigen. Den Rest wissen Sie, glaube ich, selbst. Mrs. Finch, ihr Sohn war ein gütiger Mann und alle, die ihn kannten, werden ihn vermissen. Ein aufrichtiges Beileid, Dr. Emily News. Mein Bruder war richtig cool. Ich wünschte, du hättest ihn kennenlernen können. Louis und ich verbrachten viel Zeit mit dem Spielen von Spielen, aber er war erstaunlich schlecht darin. Er starb ständig. Ja, da ist sein Highschool-Diplom. Danach ging das dann aber nicht mehr gerade richtig weiter mit ihm. Bis zur nächsten Folge, dem großen Finale von What Remains of Edith Finch. Bis dorthin, euer Gamer Tim Drake.